Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. 2017 trifft ein historisches Buch, den Puls der Zeit, ist gewissermaßen hochaktuell, denn es legt dar, wie stark Europas Hass auf die Juden vom Nationalismus angetrieben wurde. In vielen Publikationen untersuchte Götz Ali bereits die Verbrechen Hitler-Deutschlands in ihren zeitlichen Kontexten und suchte das Unbegreifliche durch Annäherung aus verschiedenen Blickwinkeln ein wenig begreifbarer zu machen. Und vielleicht wurde er sich dabei immer wieder von Neuem bewusst, dass Einordnungsversuche dieses Themenfeldes stets fragmentarisch bleiben, Antworten neue Fragen aufwerfen und Analysen an Grenzen stoßen müssen. In seinem aktuellen Werk »Europa gegen die Juden 1880 bis 1945«, das die Grundlage seines heutigen Vortrages bildet, zeichnet er aus einer neuen Perspektive den Aufstieg des modernen europäischen Antisemitismus und den Weg in den erschreckendsten Genozid des 20. Jahrhunderts nach. Denn der Holocaust ist nicht, wie er sagt, isoliert aus deutscher Geschichte heraus erklärbar, sondern steht zugleich im Kontinuum europäischer Geschichte. Dabei geht es mitnichten um Verbrämung der Schuld deutscher Täter. Vielmehr richtet Götz Ali sein Augenmerk auf die Frage, inwiefern Diskriminierung, Exzesse und Pogrome in Ländern wie Polen, Litauen oder der Ukraine seit Ende des 19. Jahrhunderts den Boden für Deportationen und Morde bereitet haben. Unser Referent ist den meisten hier im Raum fraglos bekannt und doch möchte ich Ihnen gerne einige Stationen seiner Vita noch einmal in Erinnerung rufen. Dr. Götz Ali studierte Politikwissenschaft und Geschichte an der Freien Universität Berlin, gefolgt von Promotion und Habilitation. Neben seiner journalistischen Tätigkeit, etwa für die Taz oder die Berliner Zeitung, blickt er auf zahlreiche Gastprofessuren zurück, so am Fritz-Bauer-Institut in Frankfurt am Main oder als Sir Peter Ustinov-Gastprofessor am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien. Götz Ali gehört 2003 zu den Mitbegründern der Quellenedition Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945, deren Anwachsen er 5 Jahre lang zudem als Mitherausgeber begleitet. Zu seinen in viele Sprachen übersetzten Veröffentlichungen zählen unter anderem »Warum die Deutschen? Warum die Juden? Gleichheit, Neid und Rassenhass 1800 bis 1933« oder »Die Belasteten, Euthanasie 1939 bis 1945, eine Gesellschaftsgeschichte«. In diesem Jahr nun wirft er in seiner groß angelegten Studie einen gesamteuropäischen Blick auf den Antisemitismus. Angesichts dieses bemerkenswerten Wirkens und Engagements erstaunt es wohl kaum, dass Götz Ali vielfach mit Preisen und Ehrungen bedacht wurde. So erhält er 2002 für seine Essayistik den Heinrich-Mann-Preis, 2003 den Marion-Samuel-Preis, 2007 folgt der National Jewish Book Award sowie die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande. Zuletzt wird er 2012 mit dem Ludwig-Börne-Preis ausgezeichnet. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Dr. Götz Ali. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Freut mich sehr, hier wieder eingeladen zu sein, nach Saarbrücken. Wir kennen uns ja schon, bis zum Teil jedenfalls, ganz gut. Es ist schon alles gesagt worden. Also es geht nicht darum, die deutsche Schuld, die Oberverantwortung am Holocaust zu relativieren. Es geht auch nicht darum, irgendwas zu verschieben auf andere. Die Tatherrschaft und die wichtigsten Voraussetzungen für dieses Verbrechen lagen bei den Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Und ich betone das Wort Krieg, weil wir denken immer, der Antisemitismus sei eine wesentliche Voraussetzung gewesen oder die wesentliche, das war er auch. Aber dass es möglich war, diesen Massenmord zu begehen, das ist allein durch den Krieg möglich geworden. Ohne Krieg wäre das nicht gegangen. Hätte man ein solches Projekt, auch die Euthanasiemorde in Deutschland, nicht durchführen können. Und dieser vom Antisemitismus kann man sagen, es hat ihn in vielen Ländern gegeben und er ist auch ausgenutzt worden von deutscher Seite. Aber der Krieg ist alleine von Deutschland vom Zaun gebrochen worden und auch in dieser harten terroristischen Weise geführt worden, die natürlich sofort auch in den besetzten, unterworfenen, terrorisierten Ländern
die moralischen und rechtlichen Horizonte stark verengt hat. Das muss man sich immer klar machen. Und es ist auch schon gesagt worden in dieser sehr schönen Einleitung, dass ich keine Gesamterklärung liefere. Ich glaube, das geht nicht. Historiker wählen die Objekte ihrer Betrachtung frei aus, wie Maler, wie Fotografen. Es gibt keine objektive Geschichte in meiner Sicht, sondern nur die Betrachtung von Gegenständen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und es können auch scheinbar gegensätzliche Aussagen richtig sein, weil sie eben aus unterschiedlichen Perspektiven getroffen werden. Und an ein solches Ereignis wie den Holocaust, da werden wir nur fragmentarisch uns das vergegenwärtigen können. Der Anspruch, das ein für alle Mal zu erklären, wie es gewesen ist, das scheint mir vermessen. Denn wir können auch nicht mal unsere eigenen Entscheidungen, unsere eigenen Lebensläufe so ganz genau erklären. Das Buch ist eigentlich der Teil eines Zweibänders, dieses schon genannte, auch hier in Saarbrücken von mir vorgestellte Buch, Warum die Deutschen, warum die Juden. Und hier habe ich den Ausschnitt gewählt, 1880 bis 1945. 1945 ist klar. 1880, das ist die Zeit des industriellen Aufschwungs überall in Europa, der starken industriellen Revolution. Das können Sie hier an der saarländischen Geschichte sehen, das können Sie aber auch an der Geschichte von Lodz sehen. Und es ist die Zeit, in der der Begriff Antisemitismus in Deutschland entwickelt wird, nämlich 1879 von Wilhelm Marr, einem linken Flügelmann der 1848er Revolution, Mitglied der linken Hamburger 48er-49er Regierung. Dieser Marr hat die Antisemitenliga gegründet, 1879, und dieses Wort Antisemitismus in das Weltvokabular von Hamburg aus exportiert. Dieser moderne Antisemitismus bezieht sich auf die sozialen und politischen Fragen und wirtschaftlichen Fragen der Gegenwart. Das heißt, er verabschiedet sich vom religiösen Vorurteil. Das heißt nicht, dass das noch keine Rolle mehr gespielt hätte im Antijudaismus. Aber es geht nicht mehr darum, dass irgendjemand sagt, die haben unseren Herrgott ans Kreuz genagelt und die waren zu unschlau, dem neuen Bund und den Lehren des Christentums zu folgen. Darum geht es nicht mehr, sondern es geht darum, um den schnellen sozialen Aufstieg von Juden, die Wohlhabenheit, die Verbindung von Kapitalismuskritik und Antijudaismus. Und dadurch wird der Antisemitismus anschlussfähig für moderne politische Parteien. Das heißt, sie können sich wie die SPD, wie exemplarisch August Bebel, dagegen stellen. Sie können ihn aber auch als Teil ihres Programmpunkts, ihres Programms aufnehmen und zur Welterklärung einfügen. Der Antisemitismus in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, reicht über rechtsradikale Parteien hinaus. Das gilt auch für Deutschland. Die NSDAP ist mit fast absoluter Mehrheit 1933 nicht gewählt worden, allein wegen des Antisemitismus. Aber viele Antisemiten haben damals die NSDAP nicht gewählt, sondern das Zentrum oder andere Parteien. Das heißt, es hatte noch eine integrierende Funktion über die unmittelbare Anhängerschaft Hitlers hinaus. Man stellt sich vor, dass 1941, 1942 mit den Beschlüssen der Wannsee-Konferenz in Berlin so eine Art Vernichtungswalze über Europa gerollt sei. Das ist falsch. Ich will Ihnen das vielleicht an den Nachbarländern hier einfach mal kurz explizieren. Nehmen Sie dieses nicht weit entfernte Belgien.
Das war sehr eng mit deutschen Soldaten belegt, wegen der Bombardierung Englands, wegen des Atlantikwallbaus. Es diente zur Erholung deutscher Soldaten, die dort untergebracht wurden, um Ferien zu machen und ein schönes Leben in Brüssel zu führen am Anfang des Krieges. Aus Belgien sind etwa 45% der dort lebenden knapp 100.000 Juden deportiert worden. 55% haben in diesem kleinen, sehr übersichtlichen Land überlebt, obwohl die meisten von ihnen, über 90%, nicht die belgische Staatsbürgerschaft hatten. In Antwerpen hat die flämische Polizei, germanisches Blut, artverwandt, die wurden bevorzugt, mitgemacht bei der Verhaftung der Juden. Und so hat man in Antwerpen rund 66-70% der Juden verhaften können. In Wallonien, zumal in Brüssel und in der ganzen Agglomeration, haben die Bürgermeister gesagt, wir machen das nicht. Unter ausdrücklichem Hinweis auf die Menschenrechte. Die Deutschen waren auf sich alleine gestellt und konnten etwa nur ein Drittel in der wallonischen und Brüsseler Region der Juden einfangen. Die anderen wurden gestützt, konnten sich verstecken. Diesen Bürgermeistern, die protestiert haben beim deutschen Militärbefehlshaber, ist nichts passiert. Die blieben in ihren Ämtern. Die Deutschen waren zu schwach, das zu ändern. Belgien, die Regierung war geflohen nach London, hatte so eine Staatssekretärsregierung für die zivile Verwaltung des Landes unter der Besatzung. Und dieses Komitee der Staatssekretäre hat den belgischen Notaren verboten, Eigentumsüberschreibungen vorzunehmen, wenn der Voreigentümer nicht persönlich anwesend ist. Das hatte nur den Grund, zu verhindern, das Eigentum von deportierten Juden überschrieben würde. Und auch sämtliche belgischen Registergerichte haben sich daran gehalten. Unternehmen nur überschreiben, wenn die Eigentümer alle da sind, persönlich anwesend sind. In Frankreich genau das Gegenteil. Da ging das alles ruckzuck ohne anwesende Eigentümer. Französische Banken haben sämtliche Depots, sämtliche Konten von Juden enteignet. Belgische Banken haben gesagt, wissen wir nicht, können wir nicht feststellen. Selbst wenn da stand Konto des israelitischen Kindergartens, haben sie gesagt. Und die Besatzungsmacht war nicht in der Lage, aus eigener Kraft, mit eigenen Mitteln irgendwas zu tun. Das heißt, der Spielraum war groß. Nebenan in den Niederlanden sind 85% der dortigen Juden deportiert worden. Ein Grund mag gewesen sein, die Niederlande hatten keine negativen Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg mit den Deutschen. Es gab ja auch dieses schöne Motiv, also die Juden mögen wir nicht so richtig, aber den Deutschen geben wir sie auf keinen Fall. In den Niederlagen war das anders. Da gab es eine sehr kleine narzisstische Bewegung niederländischer, vor allem junger Männer. Und dann gab es eine sehr genaue Einwohnerregistraturbehörde, die auch schon lange mit deutschen Statistikern und Einwohnermeldeämtern zusammengearbeitet hat. Und die waren stolz, dass sie von jedem die Religion wussten und von jedem genau wussten, wo er wohnte, und übergaben diese Registraturen der Besatzungsmacht, beziehungsweise stellten sie ihnen zur Verfügung und konnten auf einen Schlag sagen, da wohnt der und der Jude in Amsterdam und so weiter. Und so hat Deutschland dort, die deutsche Besatzungsmacht, mit Hilfe dieser kleinen, winzigen, radikalen, narzisstischen, antisemitischen, einheimischen Organisation und dieser bürokratischen Möglichkeiten die Juden verhaftet. Die Angehörigen dieser nationalistischen Bewegung wurden zu Hilfspolizisten gemacht und taten das begeistert.
Frankreich. Da wollen wir ein bisschen länger bleiben. Frankreich ist interessant. In Frankreich haben sie bekanntlich eine ausgewachsene kollaborierende Regierung, das Vichy-Regime oder Ministerpräsidenten Wallat vor allem. Die machen zwei sogenannte Judenstatute, also antijüdische Gesetze unter deutscher Besatzung, die zum Teil sogar radikaler sind als die entsprechenden deutschen Gesetze. Französische Banken enteignen das Eigentum der Juden zugunsten von Franzosen. Französische Verwaltungsbeamte machen die Überschreibung, da ist kein Deutscher dabei. Und dann werden im Sommer 1942 die ersten 10.000 Juden aus Paris deportiert und darüber wurde sehr, sehr lange geschwiegen. Es hat dann ein konservativer Präsident, nämlich Jacques Chirac, dieses Schweigen gebrochen. Bis dahin waren auch die Archive in Frankreich für diese Zeit völlig zu, verschlossener als die sowjetischen Archive. Es gab keine Möglichkeit, in Frankreich zu arbeiten. Auch die Akten der deutschen Militärverwaltung dort, soweit sie in Frankreich lagen, waren geschlossen, während sie in Freiburg im Breisgau, wo die andere Hälfte lag, offen waren. Auch der Vorgänger Mitterrand hat dieses Schweigen nicht gebrochen. Dieser Sozialist hatte in den 1930er Jahren als Jurastudent einer antisemitischen Hochschulorganisation angehört und war junger Mitarbeiter in der Verwaltung des Vichy-Regimes gewesen. Also es geht nicht immer so geradeaus, wie man sich das so vorstellt. Jacques Chirac. Am 16. Juli 1995 hält er diese große Rede in Paris. Am frühen Morgen dieses Tages wurden in Paris und in der Umgebung knapp 10.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder in ihren Wohnungen festgenommen und in den Polizeikommissariaten gesammelt. Entsetzliches geschah. Familien wurden auseinandergerissen, Kinder von ihren Müttern getrennt, Greise, von denen einige im Ersten Weltkrieg für Frankreich geblutet hatten, in Busse der Pariser Verkehrsgesellschaft und Mannschaftswagen der Pariser Polizei geworfen. An diesem Tag beging Frankreich, die Heimat der Aufklärung und der Menschenrechte, Hort der Zuflucht und des Asyls, das Unentschuldbare. Es verriet die Prinzipien und lieferte seine Schutzbefohlenen den Henkern aus. Die Opfer wurden im Stadion Vélodrome d'Hiver eingepfercht. Dort mussten sie unter fürchterlichen Bedingungen ausharren, bis sie in die Transitlager Bliviers und Bonne-la-Rolande verbracht wurden. Anschließend erfolgten weitere Aktionen zur Festnahme von Juden in Paris und in der Provinz. Insgesamt fuhren 74 Züge nach Auschwitz. 76.000 deportierte französische Juden kamen nicht zurück. Wir stehen für immer in ihrer Schuld. Das war für Europa damals ganz ungewöhnlich, eine solche Rede. Das hat es bis dahin in keinem europäischen Land gegeben. Und es waren ausschließlich französische Gendarmen, die diese Verhaftung durchgeführt hatten. Auch in den Zwischenlagern, in den Vororten von Paris, waren es französische Gendarmen, französische Behörden, die das organisiert haben. Und die französischen Eisenbahnen wurden bis zur Grenze, zur deutschen Grenze, von französischen Gendarmen begleitet. Welche Juden waren das? Zu 85% waren das Juden, die die französische Staatsbürgerschaft nicht besaßen, beziehungsweise ausgebürgert worden sind vom Vichy-Regime, weil sie erst in den 1920er Jahren als Flüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge, naturalisiert worden waren, also die französische Staatsbürgerschaft erhalten hatten. Die Deutschen wussten genau, was sie taten. Man kollaborierte ja mit Frankreich. Und als
die Deportation der französischen Juden geplant wurde, da schreibt der deutsche Botschafter in Paris, man hatte Regierungsbeziehungen, ja, Otto Abetz, ein SA-Mann, an seine Berliner Vorgesetzten und an das Reichssicherheitshauptamt, also an die Eichmann-Leute. Meines Erachtens gibt es keine grundsätzlichen Bedenken, die gegen die Abtransportierung von 40.000 Juden aus Frankreich zum Arbeitseinsatz im Lager Auschwitz sprechen. Allerdings sei zu überlegen, wie die Massenverhaftungen durchzuführen sind, dass sie das in letzter Zeit gewachsene antisemitische Gefühl ständig weiter erhöhen. Wie in Deutschland sei auch in Frankreich das Ansteigen des Antisemitismus in starkem Maße auf die Zuwanderung von Juden fremder Staatsangehörigkeit in den letzten Jahren zurückzuführen. Deshalb wird es psychologisch in den breiten Massen des französischen Volkes wirksam sein, wenn die Evakuierungsmaßnahmen zunächst einmal derartige fremdländische Juden erfassen. Also beginnen wir mit den nicht-französischen Juden, die mit Akzent sprechen, die traditionelle Kleidung womöglich tragen, die ostjüdisch aussehen, die noch nicht assimiliert sind. So ist es gewesen. 85% der französischen Juden, die deportiert wurden, waren solche Flüchtlinge, Zugewanderte, Wirtschaftsflüchtlinge in den 1920er und 30er Jahren. Wie kam es dazu, dass so viele Wirtschaftsflüchtlinge Juden nach Frankreich gekommen waren? Auch das vielleicht für die Gegenwart nicht so ganz uninteressant. Frankreich hatte im damaligen Europa die liberalste Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik von allen Ländern. Und es litt an einem Übermaß an Flüchtlingen. Es kamen dort nach Mussolinis Machtergreifung 600.000 italienische Antifaschisten an. Dann kamen die Rotspanierkämpfer nach der Niederlage gegen Frankreich, mehrere hunderttausend aus Frankreich, aus Spanien. Aus Polen, Wirtschaftsflüchtlinge, aus Südosteuropa und Juden. Dann die deutschen Flüchtlinge. Es ist keiner zurückgeschickt worden zunächst an der französischen Grenze. Es sind 55.000 deutsche Juden über Frankreich geflohen, um weiterzukommen in andere Länder. Aber es sind natürlich auch immer welche hängen geblieben. Das liegt in der Natur der Sache. Und diese liberale Flüchtlingspolitik hatte bereits mit der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren zu einer energischen Gegenbewegung geführt in der französischen Politik, zu Berufssperren, dann zu Grenzsperren, zu Einwanderungsbeschränkungen, zu Gesetzen, die die Zurückweisung erlaubten, also Internierungslager wurden geplant und auch gebaut. Wir würden heute von Hotspots reden oder so ähnlich, aber dasselbe meinen. Und es kam auch zu Berufsbeschränkungen. Und warum war das für Frankreich so dramatisch? Es hatte sich in 1921 bis 1924 etwas ganz Entscheidendes in Europa verändert. Bis dahin waren nämlich bis zum Ersten Weltkrieg mehr als 2 Millionen Juden aus Osteuropa in die USA ausgewandert. Und das war so eine Art Ventil, das auch den Antisemitismus immer mal wieder ein bisschen gemindert hatte. 1921 und dann 1924 erließen die USA radikale Einwanderungsbeschränkungen, einmal wegen der Mechanisierung der Landwirtschaft, der Weltwirtschaft, der Krise, der Abrüstungskrise nach dem Ersten Weltkrieg und der Ausweg USA war blockiert. In Europa durch die neuen Nationalstaaten entstanden überall neue Grenzen. Und es entstand überall eine nationalistische Politik, die die Mehrheitsnationen bevorzugten. Zum Nachteil der jeweiligen Minderheiten,
zu denen gehörten die Juden. Deutsche aus dem polnisch gewordenen Oberschlesien oder Posener Gebiet, die konnten nach Deutschland. Polnische Juden, wohin? Frankreich war für sie, beziehungsweise auch für griechische Juden aus Thessaloniki, eigentlich fast das einzige Ziel, das sie ansteuern konnten. Das ist das eine. Sie haben eine kollaborierende Regierung, eine harte deutsche Besatzungsmacht, antijüdische Gesetze, die totale Enteignung der Juden in Frankreich und gleichzeitig geschah in Frankreich etwas völlig Einmaliges. 65% der französischen Juden sind gerettet worden, sind nicht deportiert worden. Gegen den eigenen Staat, gegen die Besatzungsmacht, durchgeführt von katholischen Ordensgeistlichen, von Nonnen, von Subpräfekten, von Kommunisten, von ganzen Dorfgemeinschaften. Also sie haben hier einen riesigen Unterschied. Aber die Geretteten, das sind überwiegend integrierte Franzosen gewesen, die nicht auffielen als Juden. Und das war möglich. Die Besatzungsmacht alleine auf sich gestellt, war viel zu schwach, das zu ändern. In Frankreich, in Deutschland haben sie ungefähr 500.000 Juden, knappes Prozent, seit 1890 einigermaßen konstant. In Frankreich haben sie ganz andere Entwicklung. Da hatten sie 1880 70.000 Juden. Und diese Zahl erhöht sich bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges auf ungefähr 320.000 Juden. Und das sind Zuwanderer aus Osteuropa, aus Rumänien, aus Polen, dann Flüchtlinge auch aus Deutschland, Österreich, aber vor allem aus Osteuropa. Und das beginnt bereits vor dem Ersten Weltkrieg. Und was da auffällt, ist die schnelle soziale Mobilität der Juden. Das spielt ja auch in meinem Buch »Warum die Deutschen, warum die Juden?« eine große Rolle, auch hier in ganz Europa. Juden sind seit alters alphabetisiert. Sie können meistens mehr als eine Sprache. Sie sind städtisch, auch aufgrund der Bevölkerung, urbanisiert. Und wenn sie, soweit sie hier christliche Vorfahren haben, und das werden ja die meisten haben, gucken, wie lange es gedauert hat, bis der Erste so Abitur gemacht hat in der Familiengeschichte und dann noch studiert hat und Doktor gemacht hat und wie diese Wege mit Rückschlägen auch verbunden waren in den einzelnen Familien, dann kann man sagen, das dauert in so einer christlichen Familie im Durchschnitt 3 bis 4 Generationen. Und es ist ein schwerer Weg. Und es ist oft nicht begünstigt von den Elternhäusern. Also der Spruch, Lesen verdirbt die Augen, den habe ich noch gehört von meiner Oma. Das hören Sie in einer jüdischen Familie nicht. Es ist Bildung auch aufgrund der Verfolgung ein transportables Gut. Aber es ist mehr, es ist die Religion selbst. Die Religion ist nämlich kein Glaubensereignis, in dem jeder glaubt und in dem jeder zum selben Priester oder Pfarrer geht, in der Gemeinde, wo er reingeboren ist, sondern jeder muss sich da seinen eigenen Weg aussuchen und schon in den alten jüdischen Gesetzen steht, ein Jude muss lesen können. Er muss sich selber individuell mit den heiligen Schriften, mit der Tora und allem, was dazugehört und den Kommentierungen über die Jahrhunderte auseinandersetzen können und seinen eigenen Weg suchen. Ein Jude geht nicht zu seinem Gemeinderabbiner, sondern zu dem, den er für den für sich interessantesten hält
Und zu dem anderen Rabbiner, den er für uninteressant hält, geht er auf gar keinen Fall. Und der ist nämlich doof. Versteht nichts. Und das erfordert ja eine intellektuelle Anstrengung. Also eine ständige Abstraktion. Also das ist nicht das Nachbeten irgendwelcher Liturgien und drei Gebete und noch ein paar Kirchenlieder und so. Das ist eine permanente Auseinandersetzung mit der Schrift auf Hebräisch, also einer nicht gesprochenen Sprache. Und das schafft Bildungsvoraussetzungen, die in der Moderne ganz unabdingbar sind. Juden sind keine Analphabeten. Von Christen, auch jedenfalls meine mütterliche Linie, das waren vor 200, 250 Jahren, konnten die kaum lesen und schreiben. Und das ermöglicht es Juden, auch wenn sie aus Osteuropa kommen, dass sie in der ersten Generation ihre Kinder Abitur machen, an die Hochschulen gehen und mit guten Leistungen abschließen. Das gleicht sich dann aus in der Entwicklung der Moderne, aber es führt zunächst in einer Situation, in der alle aufsteigen, zu erheblichen Konflikten. Und so war es auch in Frankreich. Es sind die Organisationen der Ärzte, der Apotheker, der Juristen, die gegen die jüdische Zuwanderung protestieren in Frankreich, die es in der Weltwirtschaftskrise schaffen, dass Berufssperren verhängt werden, lange vor dem Zweiten Weltkrieg, vor der deutschen Besatzung. In Russland, wo damals die Hälfte der Juden der ganzen Welt lebte im Zarischen Reich, wird 1886 der Numerus Clausus für Juden eingeführt. An den Hochschulen, Musikakademien, Theaterakademien, alles und auch an den Gymnasien bzw. den Realgymnasien, die in Russland Mittelschulen hießen, um die christliche Mehrheit vor den schnellen Juden zu schützen. Da wird ein humanistisches Gymnasium 1870 gegründet, die Aufnahmeprüfung bestehen zu 76% Juden. Christen haben, die sind nicht dümmer, also ich glaube nicht, dass es ein genetisches Problem ist. Die sind, haben keine Vorbildung, die haben kein intellektuelles Training. Also wird dieser Numerus Clausus eingeführt, sofort bewährt damit, dass ausländische Diplome nicht gelten. Also wenn Sie an Chaim Weizmann denken, der hat in Pinsk Abitur machen können. Das waren Städte mit über 30% Juden, aber nur 8-10% der Schüler am Gymnasium durften Juden sein. Dann darf er nicht studieren. Dann geht er nach Darmstadt, studiert dort Chemie und anschließend in Berlin bettelarm und wird nicht nur Führer der zionistischen Bewegung, erster Staatspräsident Israels, sondern auch ein bedeutender Chemiker. Man sieht besonders deutlich, worum es geht, an einem Erlass der russischen Schulverwaltung. Nach diesem Numerus Clausus Gesetzen werden die christlichen Kinder und die jüdischen Kinder jeweils nach Leistung aufgenommen. Also von den Juden natürlich dann die besonders Schlauen, von den wenigen Juden. Und von den Christen halt die, die es gerade so schaffen. Das heißt, es macht ja den Graben, die Differenz noch tiefer. Was lässt sich eine Schulverwaltung in dieser Situation einfallen? Per Gesetz? Juden dürfen nicht nach Leistung aufgenommen werden, sondern per Los. Also, dass man möglichst auch ein paar Dumme dazwischen hat. Dass der Graben nicht so tief ist, dass es nicht so auffällt. Und das sehen Sie überall. Und das ist also diese Beweglichkeit. Und in den 1920er Jahren werden dann ähnliche Gesetze in Ungarn erlassen, 1920, Numerus Clausus Gesetz, dann wird die erste magyarische Generation sozial aufwärts mobilisiert, zum Abitur, Hochschulstudium und so weiter geführt. Juden werden zurückgedrängt, sie dürfen nur so viele Studienplätze haben, wie sie Prozentanteil an der Bevölkerung haben, das sind 5%.
Und dann wird diese erste Generation, kommt dann ins Berufsalter und in diesem Moment werden Berufsverbote in Ungarn erlassen für Juden, damit Platz ist für die Neuaufsteiger der christlichen Mehrheit, die es zum ersten Mal schaffen, in diese akademischen Berufe einzutreten. Und das ist interessant, das sind natürlich auch unsichere Leute in der ersten Generation. Ja, und wenn Sie jetzt mal nach Deutschland gucken, dann haben wir im späten Kaiserreich, holt die deutsche Schulpolitik auf. Sie sehen das in unseren Städten noch überall an diesen wunderbaren Schulbauten der späten Kaiserzeit. Das ist ja beeindruckend. Ja? Post, Bahnhof, Garnison, Gymnasium. Ja? Da sehen Sie einen starken staatlichen Willen, dieses Land durchzuorganisieren. Die Weimarer Republik in der kurzen Zeit und mit diesen sehr großen Schwierigkeiten, auch ökonomischer Natur, verdreifacht die Zahl der Abiturienten und verzweieinhalbfacht die Zahl der Studierenden. Zum ersten Mal studieren 20% junge Frauen in Deutschland, vorher keine. Das ist eine Riesenleistung für die damalige Zeit. Und in der ersten Generation, ohne dass man noch nicht mit Büchern aufgewachsen ist, wenn die Eltern skeptisch sind, dass einer hier ausbüchst und den ehrbaren Boden des Handwerks verlässt, ja, und des Kleinkrämertums, die sind noch unsicher. Das heißt, sie sind auch für Weltanschauungen, für radikale Ideen unter Umständen offen. Dann müssen Sie sich vorstellen, kommt die Weltwirtschaftskrise dazu in ganz Europa. Die frustriert, bricht ab, zerbricht diese Aufstiegsvorstellung der ersten Generation, die ja mühsam erworben wird. Und deswegen ist an den Hochschulen überall in Europa, ob es in Frankreich ist oder in Polen oder in Rumänien oder Ungarn oder Österreich, der Antisemitismus, auch der Nationalismus, besonders stark. Und stärker, also in Deutschland zum Beispiel, werden die Hochschulen von der NSDAP, also vom Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund, bereits 1926 komplett übernommen. Also die ganzen Gremien. In der deutschen Gesellschaft erst mit der Weltwirtschaftskrise, erst deutlich, deutlich später. Und diese in der Weimarer Republik mobilisierten jungen Leute durch gute Bildungspolitik, auch soziale, demokratische Bildungspolitik, das sind nachher die jungen Leute von Hitler. Das muss man sich klar machen. Also, gute Politik, die immer gut ist, die man auch niemals ablehnen kann, nämlich Bevölkerungsteile sozial zu mobilisieren, bildungsmäßig nach vorne zu bringen, kann unter ungünstigen Voraussetzungen diese Folgen haben. In Rumänien haben sie riesige Auseinandersetzungen an den Hochschulen und es sind auch dort junge Leute, die dann die Regierung übernehmen, die antisemitischen Gesetze durchsetzen, beschreibe das hier. Die Nationalstaaten der Zwischenkriegszeit, Polen, Litauen, Lettland, erlassen allesamt Gesetze zugunsten der jeweiligen Mehrheitsbevölkerung, die gegen verschiedene Minderheiten gerichtet sind, je nachdem. Aber eindeutig und überall sind sie gegen Juden gerichtet. Und Juden als voraneilende Personen, die schneller sozial aufsteigen, Juden als eine Minderheit, die sich nicht rausdrängen lässt, weil es keine Möglichkeiten gibt, in den 20er Jahren irgendwohin zu gehen für sie. Und das beschreibe ich in diesem Buch für einzelne Länder
Und es wird sehr deutlich, 1938, da gibt es die Konferenz von Evian. Der US-amerikanische Präsident Roosevelt beruft sie ein mit eigentlich einem sehr plausiblen Plan. Also wenn Sie mal so an heute denken. Er sagt, also wir müssen da was tun mit den Juden, das ist in Deutschland, das radikalisiert sich so, dass wir, es ist unverantwortlich für uns, da wegzusehen und die Einwanderungssperren aufrechtzuerhalten. Es sind mit Deutschland, Österreich zusammen 500.000 Juden, ungefähr 100.000, also insgesamt sind 600.000, aber 100.000 Alte werden bleiben. Und wir verteilen jedes Jahr 100.000 auf der Welt und dann sind wir in 5 Jahren fertig und die sind draußen und gerettet. Und wir, die USA, nehmen 33.000 davon, das britische Empire soll auch 33.000 nehmen, da gehört Australien, Kanada, alles noch dazu, ja, Südafrika. Und den Rest, die restlichen 33.000 verteilen wir auf die restliche Welt. Die USA hat ihre Zusage bis 1940 einschließlich gehalten und übererfüllt. Das britische Empire, da hat sich, haben alle abgelehnt, das Kolonialministerium, das Commonwealth-Ministerium hat Umfragen veranstaltet vor der Konferenz, die von britischen Diplomaten mit vorbereitet wurden. Australien hat sich bereit erklärt, 500 pro Jahr aufzunehmen. Die einzig positive Zusage. Kanada hat ausdrücklich gesagt, man wünsche keine Verhältnisse wie in den USA, man sei rassisch rein, also europäisch. Aber der springende Punkt war der, in Europa meldeten sich Ungarn, Rumänien und Polen und Griechenland zu Wort. Sie sagten, wir haben doch relativ viel mehr Juden. Die Judenfrage ist doch bei uns viel größer als in Deutschland. Und es ist ungerecht, wenn auf dieser Konferenz nur über die deutschen Juden geredet wird. Und wenn das so bleibt, dann müssen wir uns an Deutschland ein Vorbild nehmen und eben auch gewalttätig werden. Nun war man das in Rumänien und Polen schon in erheblichem Maß und auch gesetzlich. Es gab auch dort Numerus Clausus, Sonderbänke, Studienbeschränkungen für Juden. Letztlich ist diese Konferenz aber an Deutschland gescheitert. Hitler wollte den Krieg, Deutschland wollte den Krieg. Es wollte die Juden auch vollständig enteignen und es wollte auch eine bestimmte Zahl von Juden behalten, gewissermaßen als Geiseln, als Verhandlungsmasse, um die andere Seite immer wieder zu Zugeständnissen zu zwingen. Das spielt sogar noch im Protokoll der Wannsee-Konferenz eine Rolle, wo Heydrich berichtet, dass es damals um die Devisenfrage gegangen sei, also wie viel bezahlt wird in Devisen pro Jude, den man rauslässt. Diese Situation in Europa führt im Zweiten Weltkrieg dazu, dass sich für die deutsche Seite die Frage stellt, ist die Judenverfolgung in einem besetzten Land ein Mittel zur Integration? Also ein Mittel, das die Besatzung für uns erleichtert. Wenn wir die Juden entrechten, wenn wir ihr Eigentum verteilen und sie deportieren. Und in vielen Ländern war es so. Die deutsche Seite hat großen Wert darauf gelegt, dass das Eigentum der Juden in den jeweiligen Staaten verbleibt. Es gibt für Griechenland eine ausdrückliche Anweisung, dass, und zwar durch die SS, dass der griechischen Regierung, einer Kollaborationsregierung, darüber liest man selten, aber die gab es, und dass der griechischen Regierung versprochen worden sei,
dass das komplette Eigentum der deportierten Juden von Thessaloniki, das waren 45.000 Menschen, in Griechenland verbleibt und von der Regierung an Griechen verteilt wird, beziehungsweise verkauft wird. Man hat dadurch erreicht, dass man die Menschen mit in die Logik des Bösen hineinzog. Und das haben sie selbst in Städten, in Litauen, im besetzten Russland, überall. Es gibt dann Bombenangriffe auf Paris, auf Bahnanlagen dort, Ende 1943. Da wird sofort eine Secours Immédiate oder irgend sowas gegründet. Und das Geld, das Eigentum von Juden für diese Bombenopfer in Frankreich zur Verfügung gestellt. Ebenso in Mailand, in russischen Städten. Da leben ja zum Teil 20, 25, 30% Juden, die ermordet werden. Das Eigentum, ob es in Odessa ist oder in Kiew, geht im Wesentlichen an die einheimische christliche Bevölkerung, die dadurch gelähmt wird. Und die wenigen Überlebenden haben das alle nach dem Krieg erlebt. Ich beginne also mit diesem Buch, in diesem Buch mit einem Kapitel, das die Rückkehr der wenigen Überlebenden behandelt. Ob das nur in Wilna war oder in Odessa oder in Wien oder in einer ungarischen Stadt. Die Überlebenden wussten ja nicht, dass sie die einzigen Überlebenden ihrer Familien sind. Also gingen sie dorthin, von wo aus sie deportiert worden sind, weil sie damit rechneten, dass sie dort Nachrichten erhalten würden über andere Familienmitglieder. Das ist ja irgendwie logisch. Und sie sind überall mit einer unglaublichen Härte abgewiesen worden. Es ist völlig egal, ob unter sozialistischen oder kapitalistischen Verhältnissen, ob es eine verarmte Kleinstadt war oder ein bürgerliches Haus in Paris. Es war überall dieselbe Situation. Neue Eigentümer saßen da, sagten, wir haben damit nichts zu tun, wir haben das erworben, es ist unser, wir wissen von nichts. Und man konnte durch den Türspalt sehen, dass das Originalmöblement hier steht. Und so ist tatsächlich die deutsche Besatzung erleichtert worden. Das heißt, man hat die Leute gelähmt, indem man sie in der Not des Krieges, die von Deutschen verursacht wurde, in unterschiedlichem Maße zu kleinen und größeren Profiteuren gemacht hat, die damit rechnen mussten, dass es irgendwie unangenehm sein könnte, wenn die andere Seite dann plötzlich gewinnt. Und da sind sie gefragt werden, was war denn da? Woher habt ihr das? Wie habt ihr euch da praktisch verhalten unter der deutschen Herrschaft? Und es ist ganz bewusst eingesetzt worden. Goebbels schreibt, in Ungarn lebten 1944 noch mehr als 600.000 Juden. Es war das letzte Land, die großen Deportationen. Sie kennen alle diese Ansicht von Birkenau und diese Rampe, diese Eisenbahnlinie, die da reinführt. Die ist erst im Mai 1944 errichtet worden von den beiden ersten Transporten aus Ungarn. Junge Männer verlegten diese Eisenbahnschienen 2 Kilometer lang. Vorher musste man da nämlich laufen zu den Gaskammern. Ungarn war Kriegsverbündeter mit Deutschland, hatte Berufsverbote erteilt für Juden, lange antisemitische Politik, übrigens auch parlamentarisch gestützt. Das ist immer, die antisemitischen Gesetze sind immer durch beide Kammern des Parlaments mit großer Mehrheit und langen Diskussionen, die alle dokumentiert sind, durchgegangen und beschlossen worden. Es ist nicht so, dass da ein Diktator irgendwas erlassen hätte oder Deutschen was befohlen hätten. Nichts. Und Horthy, ein Adliger
ehemaliger Admiral der KUK-Kriegsflotte in Triest, das Gegenstück zu Hitler, hat ihn verachtet als Parvenu, aber sie waren Kriegsverbündete gegen den Bolschewismus. Und Ungarn ist auch bestochen worden. Es war so, es hatte durch den Trianon-Vertrag am Ende des Ersten Weltkriegs so viel verloren. Und einiges hat man durch deutsche Hand und italienische Vermittlung wieder zurückbekommen. So, und Horthy sagt 1943, ich habe den Juden alles genommen zu Hitler. Die trafen sich immer mal in Salzburg. Ich kann sie nicht ermorden. Und da sagt Hitler, ja, hassen Sie denn die Juden nicht, Exzellenz, musste der sagen. Exzellenz, da sagte, nein, die Juden hasse ich nicht, ich hasse höchstens die Rumänen. Das waren nur auch Kriegsverbündete. Das war nur Hitler ganz fremd. Und dann wollte Ungarn, dieses doch auch unglückliche Land, die Regierung mit lauter antisemitischen Gesetzen, gab auch schon ein perfektes Gesetz, dass die nach dem Krieg alle verschwinden sollten aus Ungarn, und zwar vollständig enteignet, aber eben nicht ermordet, wollte ähnlich wie Italien aus dem deutschen Bündnis ausscheren. Überhaupt, also die Schlachten von Stalingrad und El Alamein haben vielen Juden in Europa das Leben gerettet, auf ganz entfernten Schlachtfeldern, einfach weil die Kollaboration überall nachgelassen hat. In diesem Moment, weil klar wurde, die Deutschen können sehr wohl die Unterlegenen sein in diesem Krieg. Wollen ausscheren, die Deutschen merken das und marschieren ein in Ungarn am 19. März 1944. Es fällt kein einziger Schuss. Das ungarische Militär kämpft mit Deutschland weiter, die Gendarmerie bleibt bewaffnet, alles. Es werden winzige Veränderungen in der Regierung durchgeführt und schon beschlossene antisemitische Maßnahmen aktiviert. Und es sind ausschließlich ungarische Gendarmen, 20.000, die innerhalb von 10 Wochen 430.000 Juden nach Auschwitz deportieren. Diese Deportierten sehen erst an der slowakischen Grenze einen Deutschen. Das ungarische Finanzministerium organisiert die Enteignung, sehr lohnend in Ungarn, weil die Juden dort aus geschichtlichen Gründen einen erheblichen Teil des Bürgertums stellen. Das beginnt in den Randzonen, in den national umkämpften Gebieten. Die Leute Jiddisch sprechen, Kaftane tragen, orthodox sind. Und dann am 10. Juli kommt Budapest an die Reihe. Da sind so ungefähr 150.000 bis 200.000 Juden. Man weiß das nicht so wegen der Flucht- und Untertauchbewegung im Krieg. Und Eichmann, der mit 60 Leuten da ist, mehr hat er nicht, er organisiert das nur von dort aus, vom Hotel. Er sagt so und so. Sagt so, ja, und der erste Transport wird auch noch abgefertigt. Und dann sagt die ungarische Regierung, wir machen jetzt nicht mehr mit. Und so sind 90% der Budapester Juden gerettet worden. Es ist auch kein Ungar deswegen an die Wand gestellt worden von den Deutschen. Was macht Eichmann? Er fährt 3 Tage später nach Berlin zurück mit seinen Leuten und sagt, ich kann nichts ausrichten. Es geht nicht mehr. Also es hat was. Also die Spielräume waren da. Und in ganz vielen Ländern. Und das ist es eigentlich, worum es geht. Es geht nicht um Verschiebung. Die Deutschen waren die einzigen, die von jetzt auf gleich sagen konnten, Schluss. Deutsche Regierung. Alles, was dazu nötig war, ist in Deutschland ausgedacht worden. Die Vernichtungslager sind von Deutschen betrieben worden.
Die Hälfte der Juden in Europa ist erschossen worden, also während des Holocaust. In Polen, Litauen, Lettland, Ukraine, den besetzten sowjetischen Gebieten. Die Erschießungskommandos waren immer auch mit einheimischen Kräften besetzt. Die Deutschen. In der Ukraine zum Beispiel eine Hilfspolizei mit 200.000 Mann, ukrainische junge Männer. Denen drückte man eine Waffe in die Hand und sagte, ihr seid jetzt Hilfspolizisten. Das finden junge Männer gar nicht so schlecht. Und man rechnet damit, dass 30.000 bis 40.000 von diesen jungen Männern unmittelbar an Judenerschießungen beteiligt waren. Es war immer so, ungefähr 10 Deutsche und 60, 70 einheimische Hilfskräfte und dann in einem rotierenden System bewachen und erschießen. Ghetto räumen. Das hat überall in Europa in unterschiedlicher Weise funktioniert. Es kommt noch dieses ethnische Moment, nationalistische hinzu. Wir haben das schon in Frankreich gesehen mit den ausländischen Juden. Sehr deutlich ist es in Griechenland. Thessaloniki, um 1900 90.000 Juden, sephardische Juden, die Mehrheit der Stadt. Wenige Griechen, wenige Türken, wenige Bulgaren, wenige Albaner. 1912 wird Thessaloniki, das bis dahin osmanisch ist, griechisch. Sofort beginnt eine antijüdische Politik durch die griechischen Republikaner. Venizelos ist der Führer, sie landen heute in Athen auf einem solchen Flughafen zu seinen Ehren. Die Monarchisten waren nicht gegen die Juden. Juden werden rausgedrängt und der Norden Griechenland ist national umstrittenes Gebiet. Es leben dort allenfalls 25% Griechen in Mazedonien, Thrazien, Thessaloniki. Das wird also hellenisiert und es bleiben, als die Deutschen dann kommen, 45.000 Juden noch übrig. Die Hälfte wandert ab aufgrund des ökonomischen Drucks in der Zwischenkriegszeit. Und alle unterstützen dort, der Gouverneur von Mazedonien, also der griechische Gouverneur, die Deportation. Um dieses Hellenisierungswerk zu vollenden und endlich den jüdischen Friedhof mitten in der Stadt abzureißen, der 500 Jahre alt ist. Darauf steht heute die Aristoteles-Universität. Geplant wurde das 1918. Durchgeführt 1942 mit deutscher Hilfe. In Athen lebten 4.000 griechisch assimilierte Juden. Dort hat die griechische Verwaltung keine Unterstützung geleistet. 3.000 haben dort überlebt. Also es gab unterschiedliche Interessen in denselben Ländern. Sie können das auch für Bulgarien verfolgen, für Rumänien. In Bulgarien, Kriegsverbündete im Ersten und Zweiten Weltkrieg, das durfte das heutige Mazedonien und Teile des griechischen Thrazien annektieren. Dort haben die bulgarischen Behörden, um bulgarisch-christliche Siedler dort anzusetzen, die Juden deportiert, die Deutschen ausgeliefert und sie kamen nach Treblinka, keiner hat überlebt. Keiner, 11.000 Menschen. Die zentralbulgarischen Juden wurden enteignet, mussten Zwangsarbeit leisten, wurden aber nicht an die Deutschen ausgeliefert. In Rumänien ist es noch verrückter, also verrückt ist, glaube ich, ein unpassendes Wort, aber unerwarteter. Rumänien, deutscher Kriegsverbündeter mit 12 Divisionen gegen den Bolschewismus und wollte die Gegend annektieren bis Odessa.
rumänische Truppen, Milizen, Polizeieinheiten, auch rumänische Zivilisten ermorden in diesen neu annektierten Gebieten, also das ist Moldawien, Transnistrien, die Region Odessa, 250.000 Juden ohne deutsches Zutun. Die altrumänischen Juden, also in dem bis 1941 bestehenden Rumänien, werden fast alle gerettet, überleben fast alle. Das heißt, sie haben hier, sie haben ein großes ethnografisches Projekt, die Gegend bis Odessa zu rumänisieren. Es gibt da Aussiedlungsplanungen, die Ukrainer dahin, wo da noch Serben wohnen und Türken und so weiter, wie die abgeschoben werden, Ruthenen, wo die hinkommen, also alle weg. Und für die Juden steht da in diesem Plan, hier ist geplant ein einseitiger Bevölkerungsaustausch. Mal überlegen, was ein einseitiger Bevölkerungsaustausch sein könnte. Also es gehen hier ganz unterschiedliche Motive zusammen. Enteignung im Krieg, ethnische Programme, die schon älter sind, nationalistische Bevorzugung der Mehrheit, natürlich immer auch basiert auf älteren religiösen Vorurteilen, Vorurteilen überhaupt. All das, einfacher Raub, Linderung der Kriegsnot eines von Deutschland verursachten Krieges, das wirkt zusammen, dass in vielen Ländern Europas, nicht in allen und auch nicht in allen Teilen der Bevölkerung, natürlich gab es überall auch Helden, Menschen, die Juden gerettet haben. Deutlich ist das in Frankreich, sehr viel schwerer war es in Polen, weil die deutsche Herrschaft sehr viel terroristischer dort war. All das wirkte zusammen und so konnte die Deportation der Juden im Zweiten Weltkrieg den Krieg verlängern, die deutsche Besatzungsherrschaft vielerorts stabilisieren und Millionen Menschen in Europa in den Sog des Bösen, in den Sog des Verbrecherischen in differenzierter Weise einbeziehen und sie wehrlos machen gegenüber der Besatzungsmacht. Goebbels sagt das im Fall von Ungarn, als es dort losgeht, sagt, die Ungarn werden jetzt radikal. Sie haben die Juden total enteignet, sie haben sie ghettoisiert. Und wer A sagt, muss auch B sagen. Jetzt sind sie unsere Gefangenen. Gut, das hat sich nicht ganz bewahrheitet, wie man am Fall Budapest sieht. Aber dass es in Budapest anders war, das liegt natürlich auch daran, dass Deutschland militärisch niedergerungen wurde, dass an allen Fronten die Soldaten der alliierten Mächte vorangekommen sind und so indirekt zur Rettung der Juden, der wenigen Juden in Europa beigetragen haben. Wie stark der Antisemitismus nach dem Krieg war, sehen Sie daran. Es haben westlich der sowjetischen Grenze in Europa noch 3 Millionen Juden gelebt. Also Frankreich, Polen, Ungarn, die auch zum Teil zurückgekehrt sind, weil sie in die Sowjetunion geflohen sind. Mehr als die Hälfte ist bis 1951 aus Europa emigriert, weil sie nirgends in Europa mehr eine Möglichkeit gesehen hat, ja, sowas zu finden wie Heimat, ein normales Leben. Ja, bis dahin erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Können Sie was zu Dänemark sagen? Ja. Soll ich auch was sagen? Das ist ja schön.
Ja, Dänemark ist ein Sonderfall. Da haben wir es mit 5000 Juden zu tun. Und das ist ein geografischer Sonderfall. Die können über den Belt fliehen, in Ruderbooten nach Schweden. Und Schweden ist auch bereit, die Juden aufzunehmen. Nimmt sie auf. Wenn an der Schweizer Grenze ist ungefähr die Hälfte zurückgeschickt worden. Ja, diejenigen, die versucht haben, über die grüne Grenze zu fliehen. Eine ganze Menge. Und dann haben wir eine besondere Situation in Dänemark. Wir haben da den deutschen Botschaftsrat oder Legationssekretär Duckwitz, der weiß, dass die Schiffe zur Deportation der Juden im Hafen liegen. Die sollten nach Stettin fahren und von dort dann sollte es weitergehen per Zug nach Auschwitz. Und die jüdische Gemeinde warnt, was gar nicht so leicht ist, sagt, übernachtet nicht zu Hause, geht woanders hin. Dann hat man diesen herrlichen dänischen König, ich glaube Christian der XI., ich weiß es nicht, er ist bald nach dem Krieg gestorben, der sagt, Judenstern kommt hier nicht in Frage. Und wir haben sozusagen eine Nullbesatzung in Dänemark. Wissen Sie, mit wie vielen Leuten Deutschland Dänemark damals besetzt hatte? Mit 350. Das heißt, Dänemark sollte Butter liefern und Milch und Fleisch für unsere deutschen Wonneproppen, weil das Leben war knapp und es sollte den Weg für die Marine freihalten und den Weg nach Norwegen wegen der Eisenerzhäfen. Und so ist unter deutschen Augen, konnten die da rüberrudern und die deutsche Besatzungsmacht konnte nichts machen. Es sind günstige Umstände. Man sieht auch das Besondere daran, es gab in Dänemark unter deutscher Besatzung freie Wahlen 1943. Vorher war eine konservative Regierung, bei den freien Wahlen haben die Sozialdemokraten gewonnen. Die Deutschen haben das akzeptiert, gesagt, macht eure Demokratie, solange hier alles läuft, akzeptieren wir das. Also das ist eine große Ausnahme und trotzdem muss man sagen, es ist etwas ganz Besonderes. Was man daran auch sieht, das finde ich wichtig, ist, dass es oft an einzelnen Personen liegt. Also dass man, wenn man eben einen König hat, der sagt, Judenstern gibt es nicht und wenn er einen Judenstern einführt, bin ich der Erste, der an sich anheftet, dann ist das etwas anderes, als wenn Sie einen Vichy-Ministerpräsidenten haben, der sozusagen in vorauseilender Wirkung schon mal ein Judengesetz erlässt. Wenn Sie in Polen einen Kardinal haben, der schon 1938 harte antisemitische Hirtenbriefe verfasst und verlesen hat lassen von allen Kanzeln, die auch hier dokumentiert sind. Und wenn Sie in Paris einen Kardinal haben, der sagt, vor Gott sind alle Menschen gleich, wir schützen jeden, dann haben Sie das in derselben Kirche, aber es sind ganz unterschiedliche Personen am Werk. Es gibt Kommunisten, die sagen, um die Juden kümmern wir uns nicht. Das gefährdet unsere gute Sache. Da können wir erwischt werden, das Risiko ist viel zu hoch. Und es gibt andere, die sagen, genau an diesem Punkt müssen wir uns solidarisch erweisen, egal was das für Menschen sind. Und ja, das reicht, glaube ich, zu Dänemark. Ich habe noch eine Frage. Moment, wir halten die Reihenfolge ein. Geschichte. Halt, hier ist die Chefin. Kommt gleich dran. Und dann mit Mikrofon. Hier ist der Judenhass gekommen, ist kein Wort bis jetzt. Ja. Über die Jahrhunderte und die Bedeutung der Dame hinter Ihnen ist zuerst dran, bitte. Ja, das machen wir noch. Albanien, habe ich neulich gelesen, soll das einzige Land in Europa sein, in dem mehr Juden
also nach dem Krieg lebten als vorher. Also angeblich vorher 300, danach 3000. Können Sie dazu was sagen? Nein. Nein. Also, das ist ja eine Überblicksarbeit. Und ich habe solche kleinen Sonderfälle ausgelassen. Man muss sich immer klar machen, 85% der im Holocaust ermordeten Juden waren osteuropäische Juden. Ja, russische, polnische, ungarische, rumänische. Also in den rumänischen Randzonen, also Besatzungszonen. Deswegen habe ich auch den Akzent auf diese Länder gelegt. Und den Fall Albanien habe ich nicht erörtert. Aber es ist richtig, Sie haben da eine Partisanenbewegung, Sie haben ein sehr unübersichtliches Land, aber die deutsche Besatzungsmacht hat sich eben auch nicht für die Berge interessiert und hatte auch überhaupt nicht die Möglichkeit. Wissen Sie, wenn Sie Europa vom Nordkap bis zum Kaukasus und bis nach Nordafrika terrorisieren, dann ist auch, wir hatten 18 Millionen deutsche Soldaten, also jeder, der laufen konnte. Dann sind da dennoch Grenzen und man sieht ganz klar auch Prioritäten. Wenn das in einem Land nicht ging mit der Deportation, dann wurde das beiseite gelegt. Wir sehen das in Frankreich. Es gibt keine großartigen Anstrengungen, dort Judenjagden zu machen, weil einfach irgendwann klar ist, also unsere Kräfte sind zu schwach. In Belgien wird das akzeptiert. In Dänemark werden nicht irgendwie Truppen zusammengezogen, um eine erfolgreiche Judenaktion durchzuführen. Dazu haben die gar keine Möglichkeit. Anfang 1943. Es wird hingenommen, dass Juden verschwinden und sich absetzen nach Schweden. So, jetzt können Sie Ihre Frage stellen. Ja. Ach so, nö, brauche ich das. Ich wollte fragen über die Geschichte. Warum hat sich über die Jahrhunderte dieser Judenhass aufgebaut und die Bedeutung der Kirchen haben Sie nicht erwähnt? Das stimmt. Ich habe einleitend gesagt, dass man sich als Historiker die Perspektive aussucht. Und schon Ludwig Börne sagt, dass sich die Motive des Antisemitismus, des Judenhasses, des Antijudaismus ändern. Und ich gehe davon aus, Sie können da anderer Meinung sein, dass sich dieser moderne Antisemitismus vom traditionellen, religiös motivierten Judenhass des Mittelalters und auch der unterscheidet, dass er etwas zu tun hat mit der Befreiung der Juden aus dem Ghetto, mit den wirtschaftlichen Aktivitäten, mit dem schnellen Voranschreiten und dass er aktiviert werden kann durch politische Parteien im Zusammenhang mit den sozialen und wirtschaftlichen Krisen der Moderne. Das ist meine Grundthese. Die können Sie teilen oder auch nicht. Ich mache das fest an statistischen Daten. Also wenn Sie 1900, die preußische Schulstatistik geht nach Religion, dann haben Sie in Preußen 65% der jüdischen Kinder machen 1900 einen höheren Abschluss als Volksschule, Schulabschluss. Aber nur 5% der christlichen Kinder. Jüdische Mädchen gehen 12,5 Mal so oft auf höhere Töchterschulen als christliche. Jüdische Studenten sind prozentual 10 Mal mehr als christliche, also gemessen am Bevölkerungsanteil. Sie machen 2 Jahre früher den Abschluss, das Examen, und haben dabei bessere Noten. All das ist Tatsache. Und ich sage, dieses schnelle Voranschreiten, das sich dann später, das später geringer wird,
weil die anderen aufholen, ist ein wesentlicher Punkt. Und da kommt das, was ich als Neid beschreibe, ins Spiel. Wie Sie alle wissen, findet Neid nicht statt gegenüber Leuten, die, sagen wir mal, ein Privatflugzeug haben. Das ist zu weit weg. Neid findet in der sozialen Nähe statt, unter Kollegen, unter Nachbarn. Natürlich sind wir auch alle nicht neidisch. Man muss das verdecken. Ja, also für den Neid, man kann nicht sagen, ich bin jetzt auf Sie neidisch, sondern man muss sagen, naja, also der hat da doch ein bisschen unehrliche Methoden und der ist so vorlaut und der bläht, das ist ein Blender, der ist oberflächlich und ich bin ein bisschen langsam, das sage ich auch nicht, dafür bin ich aber tiefgründig und gründlich und überhaupt sehr genau. Ja, das sind so funktioniert Neid. Und das Problem ist, ich hatte ja vorhin über Bildungspolitik und gute Bildungspolitik studiert, solange die Distanz groß ist, also solange diese christlichen Mehrheiten verharren in den alten Wirtschaftsweisen und sich ganz langsam erst nach oben mümmeln, spielt das Vorausein gar keine so große Rolle. Aber wenn sie aufholen, wie das in Deutschland geschieht, und das ist messbar, in der Weimarer Zeit sind es dann eben nur viermal so viele Juden, die prozentual studieren, weil die anderen vorangekommen sind. Je näher die sich kommen, desto höher sind die Spannungen der Nacheilenden, weil nun das, was die Vorauseilenden, die das schon gewohnt sind und können und also munter unterwegs sind, das jetzt einholbar erscheint und sozusagen in den Bereich der eigenen Möglichkeit gerückt ist. Deswegen ist die soziale Mobilisierung, die sowohl Nationalismus wie Sozialismus betreiben im 19. und im beginnenden 20. Jahrhundert, ein Grund, dass der Antisemitismus in den 1930er Jahren dann verstärkt durch die allgemeine Weltwirtschaftskrise und die krisenhafte Situation so stark anwächst. Eigentlich in einer Situation des allgemeinen Fortschritts. So, aber das Thema religiöser Antisemitismus im Mittelalter, das war heute einfach auch nicht dran. Eine Anmerkung noch zu Frankreich. Man muss dabei natürlich berücksichtigen, dass bis November 1942 nur ein Teil Frankreichs besetzt war. Und im freien Teil Vichy gab es keine Gestapo, nichts dergleichen. Und solange es noch halbwegs ging, flohen die Juden nach Vichy, weil sie dort weniger scharf verfolgt wurden als im besetzten Teil. Dazu kommt, dass in diesem südöstlichen Teil Frankreichs das Verstecken viel einfacher war. Die Alpen und das Zentralmassiv. Und Sie haben natürlich recht, dass insbesondere französische Juden geschont wurden, aber nicht nur. Alfred Grosser, ein bekanntes Beispiel, der mit seiner Familie erst nach 1933 als Deutscher nach Frankreich floh und überlebte dort nicht. Und er ist nicht der Einzige. Ja, nein, also natürlich haben unter den überlebenden französischen Juden, und es waren ja bekanntlich 75%, auch Immigranten überlebt. Aber interessant ist doch, dass unter den Deportierten überwältigende Mehrheit eben nicht Franzosen waren und dass man so auch in Übereinstimmung mit den französischen Behörden anfangen konnte. Und von deutscher Seite war das so gedacht, fangt dort an, wo der Antisemitismus am stärksten ist. Ja, das sind die Zuwanderer, die Flüchtlinge, die frisch integrierten, also mit einem französischen Pass versehenen, fangt dort an, dann kommt die ganze Sache ins Rutschen. Ja? In Frankreich kam sie eben nicht ins Rutschen. Und das lag nicht an der französischen Regierung, sondern an der französischen Bevölkerung und deren Haltung gegenüber dieser deutschen Besatzungsmacht, aber auch, ich glaube, dass an christlichen Haltungen,
aber auch an allgemeinen humanistischen, menschenrechtlichen Haltungen. All das, es sind ganz unterschiedliche, aber insgesamt sehr respektable Motive. Obwohl ja der Antisemitismus in Frankreich eine starke Tradition hat. Dreyfus-Affäre. Ja, ja, genau. Das beschreibe ich auch in dem Buch. Damit habe ich Sie heute verschont. Ich kann ja nicht alles erzählen. Sie sollen es ja auch noch lesen. Und es gibt hier ein großes Kapitel über die antisemitische Vorgeschichte, die sich erst langsam entwickelt hat in Frankreich vor dem Ersten Weltkrieg und dann in der Zwischenkriegszeit und auch übrigens ihre Verbindung zu französischen Sozialisten. Das ist ganz interessant am Beispiel Frankreichs. Weitere Fragen? Ja, entweder jetzt oder nie. Ist das tatsächlich so, dass dann mit dem starken Rückhalten der Bevölkerung das auch tatsächlich möglich war, auch in Deutschland, dass wirklich in Deutschland dann die Bevölkerung diese antisemitische Einstellung hatte und durch diese Einstellung dieser Holocaust möglich war? Ja, also ich glaube schon. Also den Leuten ist natürlich nicht gesagt worden, wir vergaßen die jetzt übermorgen. Ja, sondern es ist gesagt worden, die kommen zu einem strengen Arbeitseinsatz. Ja, und wenn man schon so ein bisschen Vorurteil gegenüber diesen vorlauten Juden hat, ja, die so schnell erfolgreich sind und irgendwie, so, da hat man so dieses Gefühl und auch Neid im Spiel ist, also es ist ganz gut, wenn die mal einen Dämpfer kriegen und wenn die in diesen schweren Kriegszeiten auch mal arbeiten müssen, ja, das geschieht denen irgendwie recht. Also diese Situation ist auch in Deutschland so erzeugt worden. Und das ist eigentlich die Grundlage. Also die Grundlage ist nicht, dass die Menschen haufenweise gerufen hätten, Juda verrecke. Ja? Sondern die Grundlage ist das allgemeine Vorurteil. Und die Möglichkeit, dass Gestalt der Lösung der Judenfrage und der damit verbundenen materiellen Angebote, das an den Staat abzutreten, aus der eigenen Verantwortung herauszunehmen. Und die Geheimhaltung, ja, also dass man, die kommen nach Osten und man darf nicht so genau wissen, was dort passiert, ist immer auch ein Angebot, weil du es nicht wissen darfst, musst du es nicht wissen. Du kannst weggucken. Du sollst sogar weggucken. Wir entlasten dein Gewissen. Das ist eine staatliche Sache, die im Krieg aus Kriegsnotwendigkeit geschieht. Juden können immerhin auch Verräter sein. Ja, so. Und es ist auch interessant, dass das erst in der zweiten Kriegshälfte richtig losgeht, in Verbindung dann mit dem totalen Krieg 1942 und vorher ja nur so langsamer anfängt, auch immer übrigens versuchsweise. Was ich glaube, in Deutschland die wichtigste Voraussetzung ist, für die Regierung, sind die Euthanasiemorde davor. Also, dass es möglich ist, mitten in Deutschland, aus deutschen Familien heraus, mit gefälschten Todesursachen 70.000 Menschen umzubringen. Und dass das mit der gesamten Verwaltung funktioniert und dass die gefälschten Todesursachen weithin akzeptiert werden. Ja. Sie denken, da kriegt ein Vormundschaftsrichter 20 Todmeldungen an einem Tag auf den Tisch von ihren Mündeln da, die in psychiatrischen Anstalten waren. Wir hatten 1200 Vormundschaftsrichter. Einer hat protestiert und wurde in den vorzeitigen Ruhestand geschickt. Ein einziger. Herr
Ja, ich wollte mal Folgendes fragen. Sie haben ja den Erfolg der Juden eigentlich auf der ganzen Welt damit begründet, dass die ihre Tora selber auf Hebräisch lesen müssen. Und wahrscheinlich gehört in den jüdischen Familien auch noch eine besondere, ich vermute mal Menschenliebe dazu und Toleranz untereinander. Jedenfalls führt das dazu, zu diesem enormen Bildungsvorsprung. Frage, hat es denn nirgendwo Menschen oder Organisationen gegeben, die versucht, das erkannt haben und dann versucht haben, das irgendwo in anderen Ländern ebenfalls umzusetzen? Sagen wir mal im Deutschen Kaiserreich, eine andere Form der Gymnasium, der Gymnasialbildung oder ähnliches. Hat das nirgendwo gegeben? Naja, doch. Also im Deutschen Kaiserreich, da merken sie ja, dass man nachholen will, dass man erkennt, aber erst mit der Gründung des Bismarckreiches. Ja, also noch in der Weimarer Republik, in der Verfassung steht drin, 8 Jahre Grundschule muss jeder haben. Ja. Wissen Sie, wer den Hauptwiderstand geleistet hat und 7 Jahre unbedingt wollte? Bayern. Und das wollen wir nie vergessen. Und ja, also wir müssen sich Folgendes vorstellen. Wir haben also diese bäuerlich-handwerklichen Verhältnisse, die sind bis in die 1850er Jahre hinein relativ stabil. Ja. Die Abschaffung der Leibeigenschaft in Preußen hat keine besonderen Wirkungen. Die Leibeigenen fühlen sich nicht wirklich befreit. Ja, sie sind auch nicht in der Lage, eigenes Land zu bewirtschaften. Sie werden da einfach zu Landarbeitern. Es ändert sich nichts, außer dass der Gutsherr jetzt eben nicht mehr für das Dach und die Suppe verantwortlich ist. Aber das werden keine freien Bauern, keine Kleinunternehmer. Dann ist Deutschland sehr zurückgeworfen durch die napoleonische Besatzung. Das wird völlig unterschätzt. Also was da an Kriegskontributionen und auch an am Tod von jungen Männern, also die napoleonischen Heere wurden ja, da waren ja hauptsächlich keine Franzosen drin, sondern zwangsrekrutierte junge Männer aus allen möglichen Ländern, insbesondere auch aus den deutschen Staaten, die da in Russland oder Spanien umgekommen sind. Das hat sich sehr verzögert, wir nennen diese Zeit Biedermeier. Ja, das ist eine stille Zeit nach einem sehr, sehr schweren Krieg. So, und dann geht es plötzlich los mit doppelt so hoher Geschwindigkeit wie in England. Ja, diese aufholende Industrialisierung, das geht auch mit einer Bildungsoffensive vor. Die Lehrerausbildung gibt es in Deutschland für Volksschullehrer erst seit 1876. Vorher sind Handwerker, Unteroffiziere und so weiter eingesetzt worden als Lehrer. Man nannte das den Beruf des Prüglers. Auf die Schulpflicht ist nicht geachtet worden, vor allem nicht in ländlichen Gebieten. Die Menschen konnten weithin gebrochen lesen, etwas schreiben und gewisse Grundrechenarten. Die Zahl der Analphabeten um 1880 liegt noch bei über 20% in Deutschland. Das Schulsystem ist auch schlechter als beispielsweise in der Schweiz oder in den Niederlanden. Dann wird aufgeholt und im Zuge dieses Aufholens fällt überhaupt erst auf, dass andere vorauseilen. Und die Juden in Deutschland und Preußen werden 1808/12 emanzipiert. Das heißt, sie kriegen wirtschaftliche Freiheit, Rechtsgleichheit und Wirtschaftsfreiheit. Sie dürfen nicht in den öffentlichen Dienst, sie dürfen auch nicht Offiziere werden, aber ist egal. Sie machen damit sofort was. Die anderen sehen diese Wirtschaftsfreiheit und das Ende der ständischen Ordnung eher als Bedrohung. Die verlieren etwas. Diese Minderheiten gewinnen etwas durch die Modernisierung und durch die neuen Verhältnisse. Also in dieser Situation steigt der Antisemitismus auf und
Einer hat es sehr schön klar beschrieben, dass ein deutscher Zionist, nämlich Arthur Ruppin, der Mitbegründer von Tel Aviv 1910, ein junger Richter, konnte aber nicht in öffentlichen Dienst im Kaiserreich, hat sich dann eben zionistisch aus Magdeburg, ging dann nach Palästina und hat die Hebräische Universität mitbegründet, 1926 in Jerusalem. Die Verkehrssprache war da übrigens am Anfang Deutsch. Wie überhaupt die Lingua Franca unter den europäischen Juden bis zum Ende des Ersten Weltkriegs Deutsch war. Und er sagt, er begründet da die soziologische Fakultät und er sagt, die große Zeit der Juden ist vorbei. Wir hatten jetzt 50, 60, 70 Jahre die Chance voranzustürmen und die anderen haben jetzt aufgeholt und haben die jüdische Wirtschafts- und Denkweise und Bildungsweise schrittweise übernommen. Und das ist ein Grund mehr, einen Staat wie Israel zu gründen und uns aus Europa zurückzuziehen. Das ist eine sehr klare Analyse, die er da 1932 in einem sehr schönen Buch Soziologie des Judentums, auch auf Deutsch geschrieben, niederlegt. Noch eine Frage. Heben Sie gerade den Arm, dass es sieht? Genau. Also ich glaube, meine Frage ist hier in diesem Rahmen nicht hinreichend zu beantworten, aber sie brennt mir dennoch auf den Nägeln, deswegen würde ich sie gern stellen. Sie haben jetzt in dem Werk eine europäische Perspektive eröffnet, sind aber in Ihrer zweitletzten Replik hier in der Fragerunde auch explizit nochmal auf den deutschen Antisemitismus zu sprechen gekommen, in seiner spezifischen Ausprägung. Ein Buch, das in den 90er Jahren für viel Wirbel gesorgt hat, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken, war die Studie von Goldhagen. Also Wähler hat, glaube ich, sogar vom Versagen des deutschen Qualifikationssystems und so weiter gesprochen. Und ich würde Sie einfach gerne fragen, wie Sie im Spiegel Ihrer Forschung, Ihrer langjährigen Arbeit zum Thema diese Studie heute im Rückblick quasi bewerten würden. Ja, ich hatte das Vergnügen, Goldhagen auch persönlich kennenzulernen damals. Und ich habe seine Schrift Hitlers willige Helfer damals positiv besprochen. Ich habe geschrieben, dass die ganze Einleitung, dass sozusagen das Ziel der deutschen Geschichte es gewesen sei, die Juden zu vernichten, dass das falsch ist, dass daran wenig stimmt, aber dass sein Hauptanliegen legitim ist und sich übrigens auch mit dem von Christopher Browning kreuzt. Er macht nämlich im Kern dieses Buches Hitlers willige Helfer, stellt er sich in die Mitte eines polnischen Städtels, ich habe den Namen gerade nicht parat, und sagt, da leben am Morgen 2000 Juden, die sind ghettoisiert und am Abend sind sie alle tot, erschossen. Und er untersucht jetzt anhand von gerichtlichen Ermittlungen der deutschen Staatsanwaltschaften, Kriminalpolizei nach dem Zweiten Weltkrieg, wie haben sich die einzelnen Deutschen an diesem Ort, es sind ganz verschiedene, es sind Ehefrauen, es ist ein Musikchor, das zur Unterhaltung deutscher Soldaten da ist und so weiter, wie haben die sich verhalten? Wer hat da mitgemacht? Was ist da passiert? Wie haben die vorher, nachher getrunken und so weiter? Und das finde ich völlig, das tut man nicht, das tue auch ich nicht. Ich merke das an mir, also wenn ich da so in den Quellen lese, in den Archiven, und da geht es ans Erschießen und ans Ermorden, das überblättere ich schneller als Strukturalist, weil ich sage, das Ermorden selber erklärt ja nichts.
Kann man sagen, ja. Ist aber auch gemütlich, ja, für einen. Wenn einer sagt, das Ermorden selber erklärt sehr viel. Das erklärt nämlich das Verhalten einzelner Menschen. Dann finde ich das legitim. Und er beschreibt ja dann auch einen Todesmarsch. Und da ist sehr beeindruckend, und er war der Erste, der das so beschrieben hat, dass diejenigen sind deutsche Männer und Frauen, die also Ende 44, Anfang 45 da so einen Marsch da durch Bayern irgendwie ins Sudetenland begleiten und diese gefangenen Juden zum Teil eben zu Tode kommen lassen oder umbringen. Das sind fast alles Leute, die sozusagen unter gewöhnlichen Umständen dorthin gekommen sind, die jungen Frauen, die da sind, sind durchs Arbeitsamt vermittelt, als Dienstverpflichtete. Die Männer sind teils Kriegsbeschädigte. Es ist keiner von denen so, dass man sagen könnte, der ist jahrzehntelang von der SS indoktriniert worden oder war ein ganz begeisterter, hervorragender SS-Mann, sondern irgendwie repräsentieren sie auf unangenehme Weise die deutsche Bevölkerung. Und da ist auch Goldhagen fruchtbar. Das hat sich, ohne dass er da nun ständig zitiert wird, in der Forschung dann in den folgenden 20 Jahren so langsam auch durchgesetzt, dieses gewöhnliche Verhalten anzugucken. Wenn Sie den Auschwitz-Prozess in Frankfurt nehmen oder auch andere KZ-Prozesse, werden Sie oft finden, dass die Angeklagten volksdeutsche Männer sind, die irgendwo in Bessarabien oder im Baltikum oder in Ostpolen geboren wurden und Umsiedler der Heim ins Reich-Aktion waren. Das heißt, die waren auch nicht vom Nationalsozialismus infiziert. Warum war das so? Die hingen 1940, 1941 in Umsiedlerlagern fest, weil die Ansiedlung überhaupt nicht klappte. Und dann wurden mit dem Überfall auf die Sowjetunion schon davor die KZs ausgebaut. Ganz schnell vergrößert, insbesondere auch Auschwitz, aber auch andere. Und das waren die einzigen verfügbaren Männer auf dem deutschen, jungen Männer auf dem deutschen Arbeitsmarkt, die man überhaupt kriegen konnte. Weil die einen waren entweder unabkömmlich in irgendwelchen Berufen und die anderen standen schon bei der Wehrmacht. Und dann hat man die genommen, ohne Indoktrination, ohne dass sie irgendwie in den 20er Jahren in den Thule-Gesellschaften oder in irgendwas Antisemitischem gewesen wären. Oft stammten sie ja aus ganz vormodernen Verhältnissen, wenn man an die Bessarabien-Deutschen denkt oder die Bukowina-Deutschen. Christlich gebundene Familien, die jeden Sonntag in die Kirche gegangen sind. Also da, finde ich, hat sich Goldhagen, auch wenn er so als Unperson gilt, ja, durchaus positiv auf die weitere Forschungstätigkeit ausgewirkt. So, ja, wir haben das Problem, also ich beantworte gerne Fragen, solange Sie wollen. Also dieses Buch, da ist irgendeine Lieferung nicht gekommen, es gibt nur ganz wenige, aber ich konnte Ihnen nur ganz wenig erzählen. Sie können es sicherlich auch in der Buchhandlung noch bestellen. Insbesondere habe ich Ihnen auch gar nichts von den Pogromen heute erzählt. Auch die sind hier sehr beschrieben. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Vortrag, für den geweiteten Blick auf das Thema. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, dass Sie sich an der Diskussion beteiligt haben. Dr. Götz-Ali sagte schon, also es gibt wieder einen Büchertisch, nicht ganz so viele Exemplare. Die Buchhandlung St. Johann ist unser Partner und Sie haben die Möglichkeit, sich das auch noch signieren zu lassen. Nochmals vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und Sie sind wie immer herzlich zum Umtrunk eingeladen. Applaus